Alter, ich habe das Video jetzt die letzten paar Tage dreimal reingezogen, inklusive dem Song, und mache jetzt mal eine Kritik darüber, weil mich gewundert und auch ein bisschen schockiert hat, dass sogar Leute, die ich für vernünftig und cool hielt, das Video geteilt oder gefeiert haben. Ja, für mich ist dieses Video ein Paradebeispiel für dümmlich sexistischen und dabei offensiv prolligen Chauvinisten-Rap. Ich werde versuchen, das anhand von Zitaten aus dem Text des Tracks zu erläutern. Allgemein sei aber auch erstmal was Positives erwähnt. Ich finde, dass der Beat geil ist und ich finde, dass das Video auch an sich mal cool und gut rüberkommt. Es ist dynamisch, die Leute kommen irgendwie ausgelassen und echt rüber in dem, was sie machen, und ich kann das prinzipiell auch irgendwie nachvollziehen, dass junge Leute sagen, wow, wir sind total crazy und flippen heute mal so richtig aus und sind so ganz wild. Und wahrscheinlich nehmen die ja auch wirklich Drogen und rappen nicht nur darüber. Von daher kann ich mir dahingehend kein Urteil leisten, inwieweit das nicht auch einfach real ist und sie da nicht auch einfach ihre Realität widerspiegeln und halt mit ihren Bedürfnissen dahingehend mal die ganze Welt und den ganzen Stress zu vergessen und einfach auf alles zu scheißen, irgendwie offensiv umgehen wollen. Aber für mich spiegelt sich halt darin eine Menge Selbsthass und eine Menge von Ausspielen von zynischer Überlegenheit, Ausspielen von Privilegien, die diese jungen männlichen Typen haben und so weiter. Also hören wir das mal durch. Okay, die erste Strophe ist komplett vernachlässigbar, weil da bloß ein Typ darüber erzählt, dass er Drogen nehmen und scheinbar auch irgendwie Drogen verticken würde. Bei der zweiten Strophe wird es dann interessanter, nämlich von einem Honky, der sich Hugo Nameless nennt. Erstmal fängt es an, ohne Shirt, ich sniff einen Rock, während sie Cock sagt. Ja, hier prinzipiell männliche Überlegenheit wird dadurch verdeutlicht, dass der Mann nach außen hin repräsentiert, dass scheinbar eine wahrscheinlich weibliche Person, nämlich sie, Cock sagt, also seinen Penis. Die Cock sagt ohne Shirt, bin am Stunten mit den Braids. Noten wollen mich schicken, ich dreh zu wie Kevin Gates. Hier ist auch ganz interessant, dass hier nicht ganz klar gemacht wird, wen er jetzt mit Nutten meint, ob er damit ernsthaft als Prostituierte arbeitende Frauen meint, die sozusagen Sex mit ihm haben wollen, aber die er ablehnt, weil er es quasi als attraktiver Mann wahrscheinlich nicht nötig hätte, für Sex zu bezahlen. Vielleicht will er das damit ausdrücken. Vielleicht ist Nutten aber auch bloß eine Metapher für andere Gegner im Rap-Game, die ihn ficken wollen, und ficken auch ein Slang-Begriff für erniedrigen, hintenrum verarschen, dies, das. Auf jeden Fall will der Interpret uns hier sagen, dass er zutritt und jemanden quasi wieder wegschickt. Ohne Shirt, auf der Stage, ohne Shirt, im Café, ohne Shirt, im Aston Martin, vier Blanze, mein Ashtray, ohne Shirt. In der Lobby jetzt um Witz, wenn sie einmal auf mein Zimmer ist, dann wird die Bitch gefickt. Und hier verbirgt sich eben ein Zitat, was ich problematisch finde. So, wenn man sich mal mit so Begriffen wie Rape Culture beschäftigt, also mit Analysen dahingehend, dass eigentlich in kulturellen Ausdrucksweisen und im allgemeinen Lebenswandel oft Vorstellungen vertreten und reproduziert, das heißt wieder erneut hergestellt werden, in denen es nahegelegt wird, dass Vergewaltigungen eigentlich nicht so schlimm seien, und hier versteckt sich das meiner Meinung nach in diesen zwei Zeilen, wenn sie einmal auf mein Zimmer ist, dann wird die Bitch gefickt.
Bitch quasi als abwertende Bezeichnung für Frau. Zweitens steckt natürlich hinter dem Begriff Bitch noch mehr, weil es eigentlich das englische Wort für eine weibliche Hündin ist und vor allem dann, wenn diese Hündin sich läufig zeigt, das heißt auf Sexualität aus ist, dahinter steckt die männliche Betrachtungsweise, dass Frauen, die Spaß an Sex haben, sich dabei eigentlich unter Wert verkaufen würden und hergeben würden und dass Männer das sozusagen an Frauen anmaßen, diese Frauen dann als Schlampen, als Bitches sozusagen bezeichnen, als läufige Hündinnen. Weil ansonsten kann vor allem im US-amerikanischen Bitch auch allgemeiner als eine nervende Person, als eine nervende Person bezeichnet werden, also für jemanden benutzt werden, der oder die einen nervt mit seinem launischen Verhalten und so weiter. Zum Beispiel im Klassiker von Jay-Z, 99 Problems, wo er ja im zweiten Part eigentlich einen Polizisten beschreibt und den quasi als Bitch bezeichnet und alle Leute, die ihm quasi seinen Erfolg nicht gönnen würden. Aber okay, das führt so weit weg vom Thema, diese theoretischen Überlegungen, was hinter dem Begriff steht. Hier, denke ich, ist eine weibliche Person gemeint, sie wird degradiert und sie wird eben auch in ihrer Sexualität sehr passiv gesehen, nämlich sie wird gefickt und nicht etwa sie hätte mit ihm einvernehmlich schönen Sex, der beiden etwas bringt. Und eben diese Zeile, wenn sie einmal auf meinem Zimmer ist, dann passiert es. Problem ist dabei, dass es diverse Vergewaltigungsfälle gibt, in denen Männer sich darauf hinausgeredet haben, wenn eine Frau erstmal bestimmte Nähe zulässt, wie zum Beispiel zu jemandem nach Hause zu kommen oder in einem Zimmer zu sein, alleine mit einem anderen Mann, dann hätte sie quasi nicht mehr das Recht, Nein zu sagen, sondern dann kann der Mann sich das nehmen, was er will, ohne darauf achten zu müssen, was die Frau eigentlich noch wollen würde. Das endet dann in diversen Vergewaltigungsfällen, wo meistens eben Frauen und nicht Männer entweder unter Drogen gesetzt wurden oder wenn sie betrunken sind, von männlicher Seite danach das Ganze verteidigt wird im Sinne von, ja, ich dachte ja, sie will es und solange sie sich nicht wehrt, dann mache ich das einfach, weil sie hat ja davor die und die Nähe zugelassen. So ist die Argumentation und die spiegelt sich meiner Meinung nach auch in diesen beiden Zeilen so ein bisschen wider. Ich will dem Interpreten nicht ganz Unrecht tun. Vielleicht hat er es auch einfach so gemeint, hey, wenn sie erstmal in meiner Nähe ist, dann kann sie sich meiner Verführungskünste nicht mehr wehren. Ja, aber durch die ganze aggressive Darbietung des ganzen Tracks und auch die ganze aggressive Stimmung dieses Tracks wäre es eben naheliegender, das so zu interpretieren, wie ich das jetzt interpretiert habe. Mir weiße Schuhe, Digga, wehe, du trittst drauf. Erst fick ich deine Sidebitch, danach fick ich deine Frau. Was hast du für ein Gesicht? Hier wird auch nochmal deutlich, im nächsten Part, wie dieser ganze Track, wie es bei Rapmusik, vor allem bei aggressiver Rapmusik, oft üblich ist, davon handelt, dass Männer mit anderen Männern sprechen, dass die Aggressionsrituale und das aggressive Verhalten, die offensive Selbstdarstellung meistens von Männern an andere Männer gerichtet ist. Wenn er sozusagen in der Du-Perspektive jemanden anspricht, von dem er sagt, erst fick ich deine Sidebitch, dann fick ich deine Frau, also quasi eine Eskalationsstufe, erst habe ich Sex mit einer Frau, die du quasi bloß nebenbei als deine Freundin bezeichnen würdest. Und danach habe ich dann auch noch Sex mit der Frau, die dir wirklich wichtig ist oder so. Erstmal so diese Unterscheidung zwischen Sidebitch und richtiger Frau ist natürlich so eine hierarchische Unterscheidung, in denen Beziehungen verhandelt werden. Aber das ist vielleicht sogar geschlechtsunabhängig. Kann von Frauen gegenüber Männern genauso stattfinden, wobei es natürlich in patriarchalen Gesellschaften eher akzeptiert wird und eher geläufig ist, dass Männer mit mehreren Frauen Sex haben als andersrum. Andersrum wird es sehr schnell eben als Bitch oder als Schlampe
oder als Hure diffamiert. Hier wird quasi davon ausgegangen, ja, coole Männer haben quasi Side-Bitches neben einer richtigen Frau und dieser Typ, dieser Scoop, der quasi den Angesprochenen, der dieses Lied hört, erniedrigen will, sagt eben, oder will damit wahrscheinlich ausdrücken, hey, wenn du auf meine weißen Schuhe, auf das mir erarbeitete Werk meines Reichtums oder meines Hustlens, meines Geldverdienens, wenn du das sozusagen angreifst und bloß in dem Sinne metaphorisch gesehen, weil du rücksichtslos bist und drauftrittst, dann gehe ich an das, was dir sozusagen wichtig ist oder was ich eigentlich als deinen Besitz wahrnehme, und das ist hier deine Sidebitch und deine Frau. Da versteckt sich sozusagen auch wieder diese ganze Ideologie dahinter, dass Frauen eigentlich bloß die Anhängsel von Männern sind und dass Männer gegenseitig in Konkurrenz untereinander die Frauen sozusagen als Statussymbole benutzen, die sie den gegnerischen Männern streitig machen oder die sie quasi entehren. Das Fick ist wieder quasi eine sehr einseitige Sexualitätsform. Da wird halt nicht miteinander Sex gehabt oder miteinander gefickt, sondern ein Part fickt den anderen, meistens der männliche Part den weiblichen. Ich denk, ich schwör, sie tanzt ohne Shirt, oben ohne. Ja, sie geht tief, ich nick ihr zu, es gibt die Kohle. Die Stelle finde ich ganz interessant, weil hier der Interpret sozusagen indirekt zugibt, dass er einer Frau, die quasi sexuelle Handlungen an ihm vollzieht, dass er ihr Geld gibt. Dass er sozusagen in einer freier Position ist, in einer Position als Kunde von einer Hure, der er Geld gibt. Einerseits gesteht er damit ein, dass er eben nicht kostenlos an sexuelle Handlungen, an sexuellen Austausch, was es ja dann wäre, und nicht eine sexuelle Dienstleistung, dass er also nicht kostenlos dran kommt, dass er dafür also zahlt. Andererseits zeigt er dadurch, dass er dafür zahlt, dass er auch den entsprechenden gesellschaftlichen Erfolg angehäuft hat, nämlich in Form von Geld, was er dann wiederum ausgibt, um Macht auszuüben. Das ist sozusagen ein typisches Motiv, wenn Männer sich als Freier inszenieren, als Kunden von Prostituierten und quasi darstellen wollen, dass sie damit gar keine Probleme haben, solange sie dabei quasi die Herrschenden sind. Sie ist Brüder bis nach Polen. Wenn du einen Fehler machst, den Kack kriegst du die Sonne. Ohne Schlaf in den Kack, deine Pischkuss mir. Jetzt wird es interessant, weil jetzt steigt noch Haiti ein als einzige Frau in diesem Männerbund. Ganz interessant natürlich, weil man Haiti auch aus gewissen Gründen cool und fortschrittlich finden kann. Hier reiht sie sich halt ein in diesen Männerbund und verschafft damit diesen Mackern auch ein Stück weit Legitimität oder adelt die, als dass sie ja gar nicht scheiße gegenüber allen Frauen wären. Zumindest fühlt sie sich scheinbar in dieser Situation nicht unangenehm bedroht oder irgendwie scheiße behandelt, sonst würde sie dort wahrscheinlich nicht mitmachen. Ich gehe mal davon aus, als würde sie dort nicht mitmachen. Vielleicht hat sie natürlich dort nur mitgemacht, weil sie Geld dafür bekommt oder weil sie Drogen dafür bekommt oder weil die Jungs dafür sexuelle Dienste an ihr vollführen. Kann man alles nicht wissen. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie die Typen cool findet, Spaß mit denen hatte und mit denen befreundet ist und in dem Sinne auch so eine Komplizinnen schafft in dieser Art sexistischer Darstellungen übernimmt. Sie fängt den Part quasi an mit, ich komme oben ohne in den Club, deine Peach guckt's mir ab. Ob sie jetzt mit Peach den türkischen Ausdruck für Bastard meint oder eine Mischung aus Bitch und Peach oder ob sie das englische Wort für Pfirsich sagen will und damit als Bezeichnung für Geschlechtsteil der Frau, stellvertretend für eine Frau, ist alles nicht so ganz klar. Der Eisbein hat einen Bruder und eine Nightline auf den Bruder mit einem Sideboy. Mach mal nicht das, was ich tu, was du machst, ist ein Snitch-Move. Ich mach. Okay, auch ganz cool, dass Haiti wieder versucht, diese Geschlechterrollen umzudrehen und quasi für sich selbst auch in Anspruch nimmt, dass sie auf dem Kudamm unterwegs ist mit einem Sideboy. Also immerhin kann man das als irgendwie fortschrittlich noch interpretieren, dass hier quasi auch die Frau sich das Recht rausnimmt, mit verschiedenen Leuten Sex zu haben oder sowas. Spulen wir mal ein bisschen vor.
Blacks ohne Shirt, ey. Aber dann wieder diese Beschreibung, dass sie eigentlich andere Frauen beschreibt. Sie ist topless, ohne Shirt und so weiter. Stellt sich natürlich die Frage, wieso ist Haiti nicht topless? Naja, weil Haiti wahrscheinlich von sich selbst behaupten würde, sie ist ja keine Bitch und sie ist auch nicht eine Bitch, wie die anderen Typen Frauen als Bitches bezeichnen. Und genau damit ist sie halt unsolidarisch gegenüber anderen Frauen. Ja, aber okay. Ohne Shirt, ohne Shirt. Was du sagst, du kleine Bitch. Bei dem Part von Addict 102 fand ich es ganz witzig und interessant, dass sie sagt, ich gebe einen Fick auf, was du sagst, du kleine Peach. Also wenn Peach Bastard heißt, wieso sagt er dann du kleine Peach? Vielleicht ist es hier der Versuch, seinen Rivalen, seinen vorgestellten Gegner zu verweiblichen. Vielleicht checkt er auch einfach nicht, was Peach heißt. Vielleicht will er statt Peach auch eigentlich Bitch sagen. Ich weiß es nicht. Hier, ich gebe einen Fick auf das, was du sagst, ist natürlich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass das Wort Ficken für Sexualität steht, in der derjenige, der fickt, eigentlich nicht zugeben will, dass es für ihn etwas Bedeutendes und Wichtiges ist, sondern was sozusagen abgestuft wird und abgewertet als, ja, ein Fick ist sozusagen nicht so viel wert wie wirklich Liebe machen oder sowas, was dann das wertvollere Pendant dazu wäre. Und deshalb ist quasi, ich gebe einen Fick auf etwas, heißt quasi so viel wie, ich gebe überhaupt nichts auf etwas. Ist natürlich auch interessant, inwieweit hier der Selbsthass schon internalisiert wurde, das heißt, in sich selbst verinnerlicht wurde, in die Person, die so etwas sagt, weil hier natürlich dargestellt wird, wie eigene Sexualität auch nur noch ausgelebt wird als etwas, was eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Ich spule mal vor zum nächsten, auch damit das Video nicht zu lange wird. Deine Fresse in dem Jahr siehst du uns Jahre Vitamin. Man nennt mich ein ja. Die Paste nimmt die Wache, Töner, Pogo, regelt was zu ziehen. Bruder, geh weg mit Fotzen, Rabbel, keine Zeit für. Ja, hier halt auch wieder interessant, was ist eigentlich mit Fotzen gemeint? Wir haben auch den anderen aktuellen Song zum Beispiel von Nemo, Lass Fotzen reden. Mit Fotzen werden halt geläufigerweise Frauen bezeichnet, die irgendwie demjenigen, der Frauen in dem Moment Fotzen nennt, nicht wichtig sein, oder er will sich quasi als harter Mann repräsentieren, dass Frauen eben ihm nicht wichtig sind, was sich auch in diesem Ausdruck, ich gebe keinen Fick auf, irgendetwas spiegelt. Hier könnte aber auch, und allgemein kann mit Fotzen quasi auch, hinterfotzige Menschen können damit gemeint sein. Das heißt Leute, die hinterm Rücken reden, einem was Schlechtes wollen. Und auch das ist natürlich in sich frauenverachtend, weil damit sozusagen dieses asoziale Verhalten auf Frauen geschoben wird oder als etwas Weibliches dargestellt wird. Und man sozusagen sagt, Frauen sind die, die immer lästern und hinterrücks ihre sozialen Fähigkeiten ausnutzen, anstatt face-to-face, Mann gegen Mann, aufrecht und ehrenhaft, so wie es männliche Idealvorstellungen wollen, sich einem Gegner zu stellen. Ja. Okay, bei dem Typ, der da, ich glaube polnisch ist es wahrscheinlich dann Rap, muss man sagen, das ist zumindest jemand, der gut rappen kann. Ich gehe dann aber mal weiter zu Stacks 102. Das fand ich halt ziemlich witzig, weil der Stacks 102 irgendwie verrät, wo Kokain versteckt wird von ihm. Unterm Sofa, da könnte man natürlich sagen, das ist eigentlich unsolidarisch gegenüber all den Leuten, die vom Drogenverkauf leben wollen und müssen und bei denen jetzt immer, wenn die Polizei zugegen ist, unterm Sofa nachgeschaut werden wird. Andererseits würde er sich wahrscheinlich drauf rausreden, hey, wir machen Kunst und wir machen irgendwie Untergrundkultur. Die Cops und die Kriminalpolizei, die hören sich ja unsere Songs sowieso nicht an. Wer weiß, vielleicht ist ihm da quasi der Straßenehrenkodex, nicht zu snitchen, gerade in dem Moment weniger wichtig als die Selbstinszenierung.
Hier kommt dann noch eine wichtige Zeile, die den Song ganz gut zusammenfasst und die auch zeigt, wie aggressiv und wieder zu Rape Culture passend das Ganze inszeniert wird. Achi regelt, was zu ziehen. Guckst voll doof, nur aus Prinzip. Bis zum Tod nur für das Team. Feiert dir ein Teil. In den Club geht's heute nicht rein. Schreib mit Jungs nur meine Zeilen. Jeder Schein wird hier geteilt. Zieh dein Shirt jetzt aus, du Hure. Niemand steht mit uns auf Stufe. Ja, ist schon interessant, wie diese Typen, die so rüberkommen wie so 17-Jährige, die kurz vor der Volljährigkeit stehen, sich da in dem Video inszenieren. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass da eine Menge Drogen mit im Spiel sind, um überhaupt diese Art von Selbstdarstellung und Selbstinszenierung für sich selbst fühlbar zu machen. Aber okay, versuchen wir wieder inhaltlich am Text zu bleiben. Zieh dein Shirt jetzt aus, du Hure. Klar, da spricht er quasi jemand an. Und da wird eben deutlich, dass dieses Ganze oben ohne nicht bloß als, hey, ich find's schön, dass Frauen so freizügig sein können und mit uns gemeinsam Party machen können, gemeint ist, sondern dass es als direkte Aufforderung und quasi als Befehl gemeint ist gegenüber Menschen, die man eigentlich abwertet und eigentlich verachtet, dafür verachtet, dass sie in der Gesellschaft so schwach sind, dass sie vermeintlicherweise das, was vielen Menschen am wertvollsten ist, nämlich die eigene Sexualität, hergeben und verkaufen müssen in Form einer Dienstleistung, um so an Geld zu kommen oder an Drogen zu kommen. Hier wird sich quasi über die ausgestoßensten und schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft lustig gemacht und über diese gestellt. Dazu passt dann auch die nächste Zeile: Niemand steht mit uns auf einer Stufe. Eben, dass diese Sexualität hier klar als Machtmechanismus benutzt wird, um jemand anderen zu erniedrigen und zu zeigen, dass man weiter oben steht als derjenige. Der letzte Part von Fang ist dann deshalb interessant, weil er zwar auch eine Menge Bullshit labert, aber zumindest an einer Stelle noch versucht, dieses ganze oben ohne Thema so ein bisschen auf eine andere Ebene zu bringen, indem er zum Beispiel sagt, oben ohne dicker Kopf ab. Zumindest hier wird ein bisschen lyrischer Wortwitz bewiesen, aber dann geht es eben auch darum, wenn dein Mädchen hier tanzt, gehst du Nachschub holen, also quasi als Aufforderung, verstehe ich es jetzt mal, an denjenigen, der zuhört oder der mit dem Song gemeint ist. Die, die zuhören, sind ja eigentlich nicht gemeint, weil die, die zuhören, machen sich diesen Song zu eigen, indem sie sich mit der Perspektive identifizieren und so fühlen, als gehören sie zu dieser Gang, die sich da inszeniert. Aber okay, jemand, der angesprochen wird, der soll sozusagen Nachschub holen, wahrscheinlich an Alkohol, während das Mädchen dort tanzt. Und entweder wird es als Aufforderung so gemeint, so hey, mach das und deine Frau bleibt hier, oder es ist sogar noch als Verächtlichmachung des Gegenübers gemeint, dass man sagt, hey, du bist so ein Opfer, du bist so ein Knecht, du holst Nachschub, während dein Mädchen, deine Frau hier tanzt und quasi uns bespaßt, und damit wird sozusagen der, der angesprochen wird, verächtlich gemacht, inklusive seiner Frau, seines Mädchens, wo der Begriff Mädchen natürlich auch eine Herabwürdigung einer Frau ist, sie nicht ernst zu nehmen, ihr quasi zu zeigen, hey, wir nehmen dich nicht als Erwachsenen ernst. Jo. Das ist auch ein geiler Screenshot. Dieser Typ, ein wunderschöner Screenshot, der für mich so ein bisschen sehr gut dieses ganze Lied symbolisiert. Kassa, ey, selbstgebrannt aus Rumänien. Ja, das Vorrat nicht gerade wenige. Trinken, trinken, dicker, sniffen, sniffen, dicker, kiffen, kiffen, bis wir schweben können, ey. Oben ohne dicker Koffer, Koffer. Deine Crew wird heute geopfert. Cigarro, Burdock, ich bin Al Capone. Mit der Mädchen, der tanzt, gehst du nach Schuporn. Yes, yo. Also wie ich auch schon an anderer Stelle gesagt hatte, ich kann irgendwo das nachvollziehen, beziehungsweise will mir da kein zu hartes Urteil rausnehmen, weil ich eben eigentlich teilweise auch Mitleid habe mit diesen Gestalten, die sich da im Video präsentieren, mit diesen jungen Männern. Ich finde es aber eben ein bisschen lächerlich, wie die quasi ihr eigenes Verwahrlossein so zelebrierend rüberbringen und darstellen, als würden sie damit ganz offensiv und cool und locker umgehen, weil zwischendurch kommt es dann eben doch raus, dass sie selbst nicht ganz zufrieden damit sind,
wie kaputt sie selbst schon sind, wie kaputt die Welt ist, sich deshalb auch benebeln wollen oder flüchten wollen vor den Herausforderungen und Hindernissen, die ihnen die Welt so aufträgt. Ich habe als erstes Statement das hier geschrieben, ich zitiere das nochmal. Dumme Mackerscheiße, im Hugo-Part höre ich auch Rape-Culture raus. Irgendwie kriege ich gerade Lust, die kaputt zu machen. Die sind ja noch jung und so. Ich bin froh, dass ich nie so dumm und peinlich war wie die. Auch nicht da, wo ich jünger war und von Gruppenzwang bedrängt irgendeinem Umfeld gefallen wollte, ist irgendwie kaum eine Entschuldigung für so einen Bullshit. Ja, kann man sagen, meine ich auch immer noch so. Ich weiß nicht, was ich unter dem Video selbst, ob ich da einen Kommentar hinterlassen habe. Wahrscheinlich nicht. Ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Angst vor diesen Typen, weil sie ja schon in dem Video aggressiv rüberkommen und weil ich denen nicht in Unterzahl irgendwo begegnen will und sie auch sich unberechenbar präsentieren und zeigen. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass ihr das Video denen zeigt und sie mir irgendwann auflauern. Nee, Schmarrn. Kleiner Spaß. Ich kritisiere das Ganze ja recht nüchtern und sage hier bloß meine Meinung. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr eine andere Meinung habt, falls ihr meine Meinung kritisiert, falls ihr meine Meinung ergänzen wollt. Schreibt mir gerne auch Lob, schreibt mir gerne auch Liebe. Ich bin aber auch für Hassbekundungen gerne bereit, die entgegenzunehmen. Einfach in die Kommentare oder als E-Mail. Bis dann, wenn es wieder heißt. Klar hat zu viel Zeit und kritisiert irgendeinen Scheiß, obwohl niemanden interessiert, was er eigentlich an der Welt analysiert und kritisiert und so sieht.